willkommen bei Blum und Angel, Garnisongasse 5 im 9. Bezirk. Ich bin Frau Angelika Lager, ich betreibe das Blumengeschäft seit über 20 Jahren und habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Geschichte, ein Projekt mit Lehrern aus Schulen zu machen, die unsere zukünftigen Fachkräfte ausbilden. Vielleicht darf ich das Wort weitergeben an unsere Praktikantin. Guten Tag, mein Name ist Elisabeth Hanniker. Ich komme von einer NMS im 17. Bezirk in der Geblergasse. Und es war mir sehr wichtig, in das Blumengeschäft kommen zu dürfen, weil ich denke, dass hier meine Schüler Chancen haben, Lehrlinge zu werden, wenn sie die Freude für die Blumen haben. Außerdem bin ich persönlich sehr begeistert von Blumen. Also es war mein erster Wunsch, ich habe ihn bekommen. Ich habe gestern sehr, sehr viel mit Blumen arbeiten dürfen, weil sie neu gekommen sind. Und wir haben sie dann hergerichtet, zum Beispiel geputzt auf dieses eine Drittel, wo nichts drauf sein darf, damit sie in der Vase nicht schimmeln, und dann die Sträuße hergestellt. Da war es für mich total interessant zu lernen, dass man die zuerst alle gut legen muss, gerade, und dann insgesamt in die Vase stellen, weil sonst, wenn man sie einzeln steckt, kann der Blumenhändler sie nachher nicht mehr rausnehmen, dann fällt alles raus. Ja. Also gestern war der Tag der Blumen für mich, und heute bereite ich schon für den Valentinstag vor, dass die Kärtchen geschrieben werden für die bestellten Blumen. Ne? Und wir haben zum Beispiel der Lief heute noch rausgeliefert, und da kommt dann immer so ein Kärtchen drauf, wo der Glückwunsch oder der Gruß des Kunden drauf geschrieben wird. Und es ist sehr spannend und sehr lustig, und ich habe mich schon über sehr viele schöne Texte gefreut. Ich bin auch sehr überzeugt von dem Projekt, weil es ist einfach die Chance von der Wirtschaft, die jungen Leute so ausgebildet zu bekommen, wie wir sie auch wirklich brauchen. Und wenn die Schule oder die Leute, die junge Menschen wirklich für uns vorbilden, nicht wissen, was wir brauchen, dann ist es schwierig. Und darum ist es ganz wichtig, dass da untereinander ein Dialog stattfindet. Und wir haben auch einen Fragebogen bekommen, den haben wir ausgefüllt. Einen habe ich ausgefüllt, unabhängig von einem Lehrling, der ihn ausgefüllt hat, und wieder unabhängig eine Gesellin. Also damit auch so verschiedene Statements drauf sind, wie ist es aus der Sicht des Lehrlings, was hätte ich in meiner Schulzeit gebraucht, was mir jetzt hier fehlt, oder was habe ich in der Schulzeit gut gelernt, was mir hier jetzt zugute kommt, oder was hätte vertieft werden sollen. Wir freuen uns jetzt noch auf den nächsten Tag, und wir hoffen, dass noch viel Austausch stattfinden kann, trotz der valentinstäglichen Hektik ein bisschen, weil ich glaube, es hilft meistens. Sicher, und ich nehme ganz einfach mit, dass wenn man mit etwas begeistert arbeitet, dass man zwar müde ist am Abend, aber dass man zufrieden rausgeht. Ich bin gestern äußerst zufrieden rausgegangen und habe es richtig gemacht, es war schön. Und dann möchte ich wieder her, und die Geschichte, ich versuche den Kindern, die auf berufspraktische Tage gehen, mit ihnen genauer die Firmen auszusuchen, wo sie hingehen. Jetzt noch einmal ganz genauer auf ihre Interessen, damit sie dann schon Erfolge haben und damit vielleicht auch an der Stelle mal was machen.